Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Lara von Laras Tortenzauber und zeige euch heute, wie ich meine Swiss Meringue Buttercreme mache. Die eignet sich super, um zum Beispiel Cupcakes zu bespritzen. Ihr könnt damit auch komplette Torten füllen und ich benutze sie sehr gerne als Stabilitätsrand für meine Torten. Das heißt, ich isoliere meine flüssigeren Cremes zum Beispiel immer innen drin mit meiner Swiss Meringue Buttercreme außen. Das seht ihr immer wieder auch in meinen Reels bei Instagram, wo viele nachfragen. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was wir dafür brauchen. Wir brauchen Eiweiß. Wichtig ist, dass das Eiweiß komplett klar ist. Ihr dürft da kein Eigelb drin haben, sonst wird die Eiweißmasse nachher nicht schön steif. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann brauchen wir Zucker, Puderzucker, Butter, Salz und Vanillearoma oder alternativ wie immer Vanilleschoten. Und jetzt noch, bevor wir starten, zeige ich euch einmal kurz, wie ich das mit meinen Schüsseln immer mache. Denn es ist wichtig, dass die Schüsseln komplett fettfrei sind. Wir starten jetzt gleich mit einem Wasserbad, wo wir das Eiweiß mit dem Zucker und dem Salz einmal schön erhitzen, damit die Salmonellen alles abgetötet werden. Und ich nehme jetzt erstmal so ein bisschen Zitronensaft. Ihr könnt entweder auch die Zitrone auspressen oder nehmt einfach das. Gebt da ein bisschen hier in meine Schüssel und geh mit einem Tuch durch, dass alles wirklich komplett fettfrei ist, bevor wir starten. Wasser ist jetzt schön erhitzt. Wie gesagt, es kocht nicht, es muss einfach schön erhitzen. Ich stelle jetzt die Schüssel drauf, dann gebe ich zuallererst Zucker dazu, Salz und jetzt kommt noch das Eiweiß rein. Da ist wirklich wichtig, dass da kein Eigelb drin ist, denn sonst wird euch nachher das Eiweiß nicht steif. Und jetzt rühren wir die ganze Zeit, bis sich das Ganze schön eingedickt hat und wie gesagt die passende Temperatur von ca. 65 bis 70 Grad erreicht hat. Das dauert jetzt ein bisschen, so 10 Minuten. Wichtig ist, dass wir konstant rühren, damit wir nachher kein Rührei haben. Ich habe das Eiweiß jetzt ca. 10 Minuten gerührt und ihr merkt auch, dass die Konsistenz jetzt viel flüssiger ist. Es läuft also jetzt quasi so vom Schneebesen runter und wir machen jetzt einmal kurz den Test mit unseren Fingern. Voraussetzung ist natürlich, dass unsere Hände gewaschen und somit die Finger sauber sind. Und zwar nehmen wir uns jetzt einfach zwei Finger, Daumen und Zeigefinger, und gehen jetzt einmal in die Masse und fühlen, und es dürfen keine Zuckerkristalle mehr zu spüren sein. Die Eiweißmasse haben wir jetzt in die Küchenmaschine umgefüllt. Man könnte natürlich auch direkt die Schüssel der Küchenmaschine über dem Wasserbad erhitzen. Dann dauert es natürlich etwas länger, bis das Ganze kaltgeschlagen ist. Wir lassen das Ganze also jetzt kaltschlagen, zuerst auf mittlerer Stufe und nachher gehen wir etwas höher, aber nicht auf höchster Stufe. Es muss quasi später eine schöne Meringue-Creme entstehen, also quasi ein Eischnee. Das Ganze dauert ca. so 10-15 Minuten. So, das Eiweiß hat jetzt ungefähr 10 Minuten geschlagen, hat jetzt eine richtig schöne cremige Konsistenz, die zeige ich euch jetzt gleich. Der nächste Schritt ist, das
Vanillearoma oder Vanilleschote hinzukommt. Dann geben wir die Butter immer esslöffelweise dazu, lassen die ganze Zeit weiter rühren und zum Schluss geben wir Puderzucker hinzu. Da könnt ihr natürlich gucken, wie süß ihr das mögt. Ihr müsst nicht direkt alles reinmachen, weil mehr geht immer, aber rausholen wird schwer. Und dann lassen wir das Ganze nochmal ca. 5 Minuten auf hoher Stufe aufschlagen und wechseln danach auf den Flachrührer. Der ist nämlich dafür da, dass die ganze Luft aus der Buttercreme rausgeschlagen wird. Die Creme hat jetzt mit dem Flachrührer ca. 10 Minuten auf ganz langsamer Stufe gerührt. Das Ganze machen wir, wie eben schon gesagt, damit die ganzen Luftblasen aus der Buttercreme rausgeschlagen werden. Und meine hat jetzt schon eine super helle Konsistenz, also die ist schon fast weiß. Es kommt aber auch immer auf die Butter an. Es gibt Butter, da wird die Buttercreme direkt schön weiß. Und es gibt Butter, die ist einfach gelblicher und dann wird die Buttercreme eher ein bisschen gelblich. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, welche Butter ihr da am besten oder am liebsten für benutzt und womit ihr die besten Erfahrungen habt. Wenn eure Buttercreme etwas gelblich ist, könnt ihr einen ganz kleinen Klecks lila Lebensmittelfarbe dazugeben. Wichtig ist, dass die ölbasiert ist. Also ihr könnt nicht jede Farbe nehmen, sondern eine ölbasierte Farbe. Ein Mini-Klecks lila und einen kleinen Klecks weiße Lebensmittelfarbe. Und dann erhaltet ihr wirklich nochmal eine perfekt schöne Buttercreme. Ich mache das, wie gesagt, jetzt nicht, weil meine schon richtig schön hell ist. Aber ich zeige euch gleich mal, wie ich die einfach ein bisschen lila einfärbe. Einen Teil der Buttercreme habe ich jetzt hier in Lavendel eingefärbt. Sie hat jetzt übrigens die perfekte Konsistenz, um eine Torte damit einzustreichen, denn sie ist schön weich. Wenn ihr jetzt damit Cupcakes bespritzen möchtet, dann könnt ihr die Creme einfach noch mal so für 5 Minuten in den Kühlschrank geben. Nicht zu lange, weil sie wird schnell fest. Und dann könnt ihr damit super Cupcakes bespritzen. Und manche arbeiten lieber mit einer weicheren Creme und manche lieber mit einer festeren. Aber zum Cupcake-Bespritzen fülle ich mir die jetzt in einen Spritzbeutel rein, gebe die in den Kühlschrank, 5 Minuten, dann wird die, wie gesagt, etwas fester. Und dann habt ihr wirklich eine standfeste Creme, die direkt so stehen bleibt. Und das genaue Rezept findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Wie gesagt, schreibt gerne mal rein, was ihr da am liebsten für eine Butter benutzt. Das würde mich auch wirklich interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen YouTube-Kanal. Schaut auch sehr gerne mal bei Instagram oder bei TikTok vorbei. Und ich möchte mich nochmal recht herzlich beim lieben Thorsten von Küchenplanung Clemens aus Hennef bedanken, denn wir haben heute wieder in seiner tollen Küche hier gedreht. Vielen Dank dafür und wir sehen uns ganz bald wieder.